Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit der Wechselstrommessung mit Hilfe eines Multimeters. Ich möchte hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich dieses Video an Elektrofachkräfte wendet, da bei diesen Spannungshöhen, mit denen ich hier arbeite, durchaus eine gewisse Gefährdung vorhanden ist. Für Laien ist dieses Video nicht gedacht. Wir sehen hier den Messaufbau. Dieser Messadapter wird von hier aus mit 230 Volt versorgt. Diese Leitung ist also schlicht in eine Steckdose eingesteckt. Von hier aus gehen diese drei Leitungen weiter über diese Messbrücken bis zu dieser Steckdose. Ziehe ich eine Messbrücke ab, so ist der entsprechende Kontakt zu dieser Steckdose nicht mehr gegeben. Ich kann den Stromkreis hier also unterbrechen. Eingesteckt in diese Steckdose ist diese Lampe. Bevor ich nun eine Strommessung durchführe, werde ich zunächst einmal die Spannung an der Steckdose messen. Dazu muss ich also nur hier abgreifen und kann dann die Spannung anzeigen. Mein Messgerät muss ich dazu auf Wechselspannungsmessung einstellen, bis zu 600 Volt, denn 60 Volt reichen hier nicht aus. Die Buchsen, die ich benutzen muss, sind die Common-Buchse und die Buchse für die Spannungsmessung. Ich kann nun also direkt meine Messleitung hier anschließen und auf den entsprechenden Messbereich schalten. Ich schalte nun die Spannung ein und wir sehen, ich habe hier eine Netzspannung von 233,2 Volt. AC-Wechselspannung, ich kann hier auch nochmal die Frequenz anzeigen lassen, aber mir geht es hier in erster Linie um die Wechselspannungsmessung. Im Folgenden werde ich den Versuchsaufbau nun so ändern, dass ich eine Strommessung durchführen kann. Ich schalte zunächst die Zuleitung wieder ab, möchte hier aber schon mal darauf hinweisen, dass es bei Geräten, die an einen Netzstecker angeschlossen sind, heute sehr viel einfacher ist, den Strom zu messen, indem man eine solche Steckdose benutzt. Diese kann man mit einer App verbinden. Ich werde auch darüber noch ein Video machen, das Sie hier oben verlinkt sehen. Benutze ich eine solche Steckdose, so muss ich den Stromkreis nämlich nicht unterbrechen, denn das geschieht dann quasi in diesem Teil. Bei der klassischen Strommessung hier mit dem Multimeter ist es aber nun so, dass ich tatsächlich für die Strommessung den Stromkreis unterbrechen muss, denn das Messgerät muss in Reihe zum Messobjekt geschaltet werden. Dazu kann ich nun über diesen Messadapter diesen Stromkreis unterbrechen, nehme also diese Messbrücke hier raus. Der Stromkreis ist nun unterbrochen und genau hier kann ich nun mein Strommessgerät einsetzen, das dann diese Strecke wieder überbrückt. Dabei sollte einleuchten, dass dieses Messgerät einen kleinen Widerstand hat, denn hier zwischen diesen beiden Stellen soll natürlich kein großer Widerstand vorhanden sein, wenn das Gerät eingeschaltet ist, sondern nur ein kleiner Widerstand. Das ist aber bei Strommessgeräten automatisch gewährt. Ich muss nun gut aufpassen, dass ich mein Messgerät richtig anschließe. In meinem Fall werde ich einen Strom messen, der unterhalb von 600 mA liegt. Dafür kann ich diese Buchse verwenden. Bei Strömen größer als 600 mA bis zu 20 Ampere müsste ich über diese Buchse messen. Ich werde nun also meine Messleitung hier umstecken. Ich werde einen Strom bis zu 600 mA messen. Und muss natürlich nun auch entsprechend den Wahlbereichschalter auf diese Strommessung einstellen. Wir sehen hier wird DC angezeigt, ein Gleichstrom. Das Gerät geht also zunächst davon aus, dass ein Gleichstrom gemessen wird. Und dieses recht preiswerte Gerät ist nun nicht in der Lage zu erkennen, ob es sich um einen Gleichstrom oder einen Wechselstrom handelt. Das werden wir gleich sehen. Nun möchte ich aber zunächst einmal meinen Stromkreis wieder schließen. Das Messgerät schließt nun also den Stromkreis. Ich schalte die 230 Volt wieder zu
Und wir sehen, dass dieses Messgerät hier nun weiterhin DC anzeigt, eine Gleichstrommessung. Hier in diesem Fall 2,2 mA. Ich werde jetzt einmal die Lampe einschalten, sie geht tatsächlich an, aber es wird hier kein vernünftiger Strom gemessen. Es geht zwar in diesem Moment keine Gefahr davon aus, dass das Messgerät hier eine falsche Messung durchführt, aber der Messwert ist vollkommen falsch. Das kann ich ändern, indem ich hier auf die Select-Taste drücke. Jetzt wird hier AC angezeigt, Alternating Current, und nun wird das Messgerät die richtigen Werte anzeigen. Ich muss mir also durchaus darüber im Klaren sein, ob ich einen Wechselstrom oder einen Gleichstrom messe, sonst sind die Messungen nicht zu gebrauchen. Ich schalte nun meine Lampe wieder ein und wir sehen, in dieser geringen Leuchtstufe wird nun ein Strom von 52,5 mA AC aufgenommen. Bei einer größeren Helligkeit sind es 73,2 mA AC und bei voller Betriebsspannung nimmt diese Lampe einen Strom von 87,7 mA auf. Das passt tatsächlich mit den Angaben auf der Lampe überein, denn die Lampe ist mit 18 Watt beschriftet und bei 230 Volt und dieser Stromstärke komme ich etwa auf 19 Watt. Das passt also etwa. Wenn ich nun diese Strommessung falsch durchführe, indem ich hier einen zu großen Messbereich wähle, so ist die Messung deutlich ungenauer. Hier wird mir also ein Strom von 50, 60, 70, jetzt sind es 80 mA angezeigt. Das schwankt. Jetzt ist der Messwert tatsächlich einigermaßen brauchbar. Aber ich sollte natürlich in etwa auf den richtigen Messbereich gestellt haben. Hier ist das ja zu erkennen, 80 mA fließen etwa. Das heißt, ich kann also hier getrost auf 600 mA runterschalten. Dazu ist aber unbedingt abzuschalten, denn wenn ich hier einfach die Messleitung abziehe, unterbrechen diese Messleitungen den Stromkreis, der sich ja gerade unter Last befindet, und das ist nicht gut. Schalte also vorher wieder ab, stelle nochmal auf 600 mA um, ändere natürlich dafür wieder die Messbuchse, schalte wieder ein und es wird mir wieder der richtige Wert angezeigt. Wenn ich nun weiter runterschalte, das darf ich innerhalb dieses Strommessbereichs durchaus direkt tun. So ist der Messbereich von 60 mA überschritten und das wird mir hier durch 0L angezeigt. Andere Multimeter funktionieren im Detail etwas anders, aber das Prinzip ist tatsächlich immer das gleiche. Wesentlich bei der Strommessung ist halt die Tatsache, dass ich dafür den Stromkreis unterbrechen muss. Und das ist nahezu immer mit einem großen Aufwand verbunden. Es gibt auch Ausnahmen, nämlich dann, wenn ich auf einer Leitung messen kann, so wie das hier auch der Fall wäre, dann kann man auch mit einem Zangenampermeter messen. Dazu habe ich ein entsprechendes Video gemacht, auf das ich hier nochmal hinweisen möchte. Ja, soweit zum Thema Wechselstrommessung. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.